Sony Computer Entertainment presents Quantic Dream. Beyond Two Souls. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Hier ist Oliver3901. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem super tollen, spannenden Let's Play. Und das sage ich nicht nur so, weil ich das hoffe, sondern weil ich es weiß. Denn ich habe mir schon ein bisschen was vom Spiel angeguckt. So ungefähr 2 Stunden habe ich schon mal gespielt. Und ich sage euch, Beyond Two Souls, das Ding rockt die Hölle. Aber dennoch, wir machen nicht da weiter, wo ich aufgehört habe bei meinem Testspielen, sondern fangen ein neues Kapitel an. Vorher muss ich nochmal in die Sprachoption gehen. Das Spiel würden wir uns in der deutschen Audioversion anhören. Die hat zwar kleinere Mängel gegenüber der englischen, aber ist trotzdem wirklich hochwertig. Und von daher euch zuliebe und auch meiner Konzentration, weil ich kann mich doch besser bei einem Let's Play auf deutsche Sprache konzentrieren. Spielen wir das Ganze in der deutschen Version. Wie gesagt, die englische ist absolut super. Ich habe das Ding auch schon ein bisschen auf Englisch gespielt, aber deutsche Synchro auch. Über alle Zweifel erhaben. Und deswegen jetzt neues Spiel. So, meinen alten Spielstand überschreibe ich sofort. Wir spielen das Ganze auch im Solo-Modus. Man kann das Ganze auch noch mit einem zweiten Controller bzw. mit einer Tablet-App auch zu zweit spielen. Dann wird aufgeteilt zwischen Jody und jemand anders. Das wollte ich ja jetzt noch nicht verraten. Aber das machen wir nicht, ne? Wir spielen normal im Solo-Modus. Und, ne, wir können schon auf dem schwierigeren Schwierigkeitsgrad spielen, das passt schon. Und los geht's, Beyond Two Souls. Wirklich ein geiles Spiel. Ich freue mich sehr drauf, das jetzt endlich durchzuzocken mit euch gemeinsam. Und ich habe ja auch schon gehört, dass ihr sehr spannend drauf seid. Gespannt. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Ja, eine ganze Menge Cutscenes übrigens in dem Spiel, sage ich euch jetzt schon mal. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden. Mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer sie sind. Hey! Sie reden nicht viel, was? Wenn sie mir nicht helfen, kann ich nichts für sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Sie müssen sie stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Wahnsinn, verdammte Idioten! Ich weiß. Sie kommen. Was ist hier los? Die Kleine, die heute reinkam. Wo ist sie?
Oh Mann, und die dürfen wir gleich spielen, diese Person. Die gute Jody hieße. Oh, da freue ich mich schon drauf. Jody, ja, jetzt erfahren wir sogar, wie sie heißt. Ja, und das Ganze hat sie natürlich nicht allein gemacht. Ich denke, ich kann hier an dieser Stelle auch schon ein bisschen vorausgreifen, dass sie schon immer verbunden ist mit einem, ja, wie nennt man das, Geist. Es ist eigentlich ein Geist, ne, dem, wie hieß der Geist nochmal? Ach, das werden wir ja gleich im Experiment jetzt gleich erfahren. Ich finde es übrigens ganz schön, alle Level erscheinen hier in der chronologischen Reihenfolge, allerdings nicht, also wir spielen die nicht in der chronologischen Reihenfolge, aber hier auf diesem Ladebalken erscheinen sie immer chronologisch. Es ist ganz gut zur selber im Kopf zur Orientierung. So, und jetzt sind wir in der Kindheit von Jody. Wie gesagt, das habe ich alles schon mal gespielt, von daher weiß ich da auch ein bisschen Bescheid. Ist ja nicht so, als hätte man das nicht alles auch schon mal irgendwo bei der E3 oder so gesehen. Ja, da ist er, die junge Jody. Bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Ja, und jetzt werden wir auch gleich eingeführt in die Steuerung des Spiels. Und zwar immer, wenn wir einen weißen Punkt sehen, können wir mit dem rechten Stick in die Richtung des Punktes gehen. Und dann wird eine Aktion ausgeführt. Finde ich eigentlich ein ganz schönes Steuerungsprinzip, ist recht intuitiv. Wir greifen jetzt hier beispielsweise einfach mal nach der Puppe, indem man nach rechts unten mit dem Stick geht. Wie gesagt, ganz schön. Ansonsten können wir uns mit dem linken Stick bewegen. Das ist wie in Heavy Rain etwas, ja, nicht 100% präzise, so ein bisschen schwammig. Gerade wenn man sich umdreht oder so. Aber es funktioniert. Also ich konnte mich bisher ganz gut damit arrangieren, von daher ist es ganz gut. So. Interagieren wir doch mal mit irgendwas. Hier zum Beispiel mit der Gitarre. Kleine Jody kann offensichtlich ein bisschen Gitarre spielen. Und hier sieht man auch gleich noch Bewegungssteuerung wieder mit drinne. Zum Glück nur so ein bisschen. Wir spielen ja diesmal nicht mit Move. Ich weiß auch gar nicht. Es wurde ja mal gesagt, Beyond Two Souls soll auch noch eine Move-Unterstützung bekommen. Bisher ist davon allerdings noch nichts viel zu sehen. Also nutzen sie das, was im Controller der PlayStation 3 drinne steckt. Das bisschen, ja, Motion, was das Teil hat, wird viel ausgenutzt. Wir werden auch wieder viele Quicktime-Events sehen. Also in dem Punkt kann man sich wirklich steuerungsmäßig sehr gut mit Heavy Rain vergleichen. Ja, ansonsten ist es allerdings nicht so wie in Heavy Rain, dass wir 5 oder 6 verschiedene Charaktere haben, sondern wir spielen wirklich nur Jody und, ja, den Geist, der mit Jody verbunden ist. Mir ist auch gerade wieder eingefallen, wie er heißt, aber das kriegen wir nachher noch zu hören. Ich will jetzt auch nicht zu viel vorausgreifen. Ich greife vermutlich echt schon wieder zu viel hervor. Das ist das Problem, wenn man das Ding schon mal... Hi Cole. Hey, Alan. Ja, wenn man schon mal irgendwie 2 Stunden gespielt hat. Aber ich habe an einem Punkt aufgehört, wo es gerade echt spannend wurde im Spiel. Und ja, habe sozusagen auch das Tutorial überlebt. Du siehst hübsch aus heute. Oh, danke schön. Und ja, das Tutorial dauert echt lange, weil das Spiel erklärt einem viele Sachen echt sehr langsam. Ja, wir können uns ansonsten umsehen, auch wenn es gar nicht so den Anschein hat, aber es werden einem wirklich viele Mechanismen nach und nach erklärt. Was ganz cool ist eigentlich. Also ich finde das ganz cool, die Lernkurve in dem Spiel ist relativ gering. Aber es wird einem auch sofort abgefordert, was man gelernt hat. Also das werden wir später noch sehen in einer späteren Mission, dass da echt die Lernkurve, also das Training des Lernens ist relativ kurz, aber das Abfragen, das kommt dann sofort. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm, genau wie eine Krone. Yeah, eine Krone. Oh ja. Hohoho, jetzt bist du eine Prinzessin. Ach komm, ganz ehrlich, die Kleine, weißt doch, was mit ihr passiert. Du musst sie doch nicht verarschen. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Ja, und den guten Nathan, den kennt man vom Gesicht her vermutlich, das ist der Schauspieler Willem Dafoe. Klingt, als würde ein Papagei mit einem Frosch reden. Willem Dafoe! Hey Jody, kannst du mich hören? Ah ja, und was auch wieder kommt, sind diese Abfragesachen, die zeitlich begrenzt sind. Ich glaube, wenn wir nichts machen, wird irgendwann eine Standardantwort ausgewählt, jetzt gerade nicht. Doch, jetzt kraut sich das eine so ein bisschen aus. Aber wir antworten da natürlich selber drauf. Okay, los geht's. Ich drücke selber das, ja. Kathleen ist nebenan. Und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Oh, mal schauen. Gut. Okay, dann geht's los.
Gut, und jetzt lernen wir zum ersten Mal Aiden kennen. Das ist, wie gesagt, diese Entität, die mit Jody verbunden ist und zu der können wir praktisch, na, wir können nicht jederzeit zu ihm springen, aber sehr häufig mit Hilfe der Dreieckstaste, die ich gerade gedrückt habe, aber das war dem Spiel offensichtlich egal. Ja, jetzt spielen wir Aiden und wie gesagt, wenn wir wenn wir zu zweit spielen, dann könnte jetzt jemand mit einem zweiten Controller beziehungsweise mit der Tablet-App das spielen, was ich eigentlich ganz cool finde, weil... Aiden, geh rüber in den anderen Raum und zeig mir die Karte. Und kann einem, wie gesagt, das schafft einem wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass man spielt, man hat keine wirkliche Kontrolle über dieses Aiden, gerade wenn man Jody spielt. Das ist ganz cool. Habe ich auch schon ausprobiert mit einem Kumpel, haben wir hier zu zweit, eigentlich waren wir zu dritt gesessen und haben geteilt gespielt. Das war echt lustig, vor allem, dass man halt selber keine Kontrolle über diesen Aiden hat. So, wir haben jetzt gesehen, die gute Dame nebenan hat den Stern als Karte und deswegen nehmen wir jetzt einfach mal den Stern. Nächste Karte. Super, das lief doch schon mal ganz toll. So, jetzt wechseln wir wieder zu Aiden. Wie gesagt, das klappt wirklich gut mit diesem Dual-Modus. Kann ich echt auch nur empfehlen. Das schafft echt ein sehr schönes Spielgefühl, weil das ist was vollkommen anderes. Ja, wir sehen hier gerade Viereck, aber wir gucken uns jetzt noch ein bisschen um. Denn wir können ja mit Aiden auch noch ein bisschen was anderes machen. Zum Beispiel hier in den Kontrollraum. Wir können ein bisschen gucken, was die so machen. Und ein Anstieg der Theta-Hirnströme auf 4,5 Hertz. Raumtemperatur ist gefallen. 10 Grad. So, wir können auch noch irgendwas interagieren. Gucken wir mal. Ich messe hier... Oh. Spürst du das? Die Temperatur ist gefallen. Er ist hier. Ja, die wissen auch, wo wir sind. Also offensichtlich ist Aiden auch so ein bisschen messbar. Und das scheinen die echt auszunutzen. Also die machen hier wirklich gezielte Experimente, nicht nur so Vermutungsexperimente, sondern die wissen, dass es Aiden gibt. So, und wir gucken noch ein bisschen rum. Normalerweise ist hier hinten eigentlich noch ein Secret. Warum ist denn das gerade nicht da? Das ist ja lustig. Wollte ich jetzt gerade nochmal einsammeln. Egal, also da in der Ecke ist auch noch ein Secret und wir gucken mal, was passiert, wenn wir den hier angreifen. Oder angreifen, wenn wir da einfach mal interagieren mit. Oh yeah, wir haben ihn übernommen. Das können wir nämlich auch mit Aiden. Aiden kann auch Leute übernehmen. Das ist auch ganz cool. Hey Greg. Alles klar? Ja. Wie gesagt, ganz cool eigentlich. Ja, ansonsten denke ich, wenn wir jetzt mal mit dem Experiment fortfahren, dafür müsste man... Siehst du die Karte, Jody? Müsste man nochmal gucken, welche Karte der hatte. Wir könnten hier eigentlich doch noch mehr interagieren. Bilde ich mir das gerade ein. Egal. So, welche Karte war es denn jetzt? Fliegen wir nochmal durch und gucken, welche Karte wir hatten. Viereck, okay. Machen wir mal weiter. Kommen wir mit ein bisschen Progress im Spiel hier machen, ne? Nächste Karte. So, eine Karte ist noch. Fliegen wir nochmal den Umweg. Aber die Steuerung von Aiden ist ein bisschen verwirrend. Also ein bisschen ist gut, also ganz schön. Guck mal, jetzt können wir noch mehr interagieren. Nein, nein. Ärgern wir die Wissenschaftler doch mal ein bisschen. Hey. Sieht aus, als wäre Aiden heute nicht so gut drauf. Er spielt nur mit uns. Ja, da haben sie sogar wirklich... Ich fühle mich gerade so ein bisschen ertappt. Sie wissen, dass ich nur mit ihnen spielen möchte. Ja, man merkt auch, Jody hat keine direkte Kontrolle über Aiden. Ist ja klar, haben wir gerade. Aber im Prinzip, ja, muss man Aiden schon... Wir werden auch später noch sehen, was Aiden wirklich alles kann. Und da kommt dann wirklich... Bitte diese Dualfähigkeit. Wirklich gut im Spiel, wenn man gerade diese Fähigkeiten dann später mal sieht. Ihr habt gerade keine Ahnung, wovon ich rede, ich nämlich auch nicht. Egal. Wellenkarten. Machen wir mal, was uns gesagt wird. Kooperieren wir mal ein bisschen. Gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Ob ich das kann? Mal schauen, ob ich das kann. Flup. Ach, schön durch die Wand immer durch. Das hat was Cooles. Ja, ansonsten linke Schultertaste und zurückziehen und dann loslassen. Und mich schließen. Mann, bin ich gut. Jody, kannst du da drin noch was anderes bewegen?
Mal gucken, ob ich das kann. Und hallo! Sie findet's gruselig, ich lache drüber. Auch gut. Hey, Kameras, ich mag es nicht, beobachtet zu werden. Oh, hier, yeah, runtergefallen. Bestimmt teures Equipment, ne? Das war's. Es tut mir leid, aber mir reicht's. Okay, Jody, Schatz, das Experiment ist vorbei. Die Tür ist verschlossen. Nein, Kathleen, sie ist nicht verschlossen. Sie klemmt sich einfach. Einen Moment, lass mich ja? Hier raus, los! Ah, ruhig, Kathleen, geh du zur Tür. Gucken wir mal, was sie so machen. Du musst jetzt damit aufhören, Jody. Der Test ist vorbei. Du musst jetzt aufhören. Und bitte raus! Los! Er hört einfach nicht auf mich! Ganz ruhig, Kathleen, wir sind unterwegs. Da stimmt was nicht. Riesige Gefahr. Ihr müsst ihn da rausholen! Ah, hier nochmal was kaputt machen. Mag es nicht, beobachtet zu werden. Boah, Alter, die Steuerung ist teilweise echt doof. So. Wir könnten jetzt im anderen Raum auch noch ein bisschen Chaos machen, aber ich habe hier noch nie Chaos gemacht. Also ich war in... Im anderen Raum habe ich schon viel Chaos gemacht, aber noch nicht gegenüber. Also einfach mal ein bisschen umsehen. So, mit die könnten wir auch noch ein bisschen ärgern. Ja, jetzt haben wir eine rote Aura hier, mit der könnten wir auch interagieren. Habe ich jetzt aber gerade nicht vor. Wir können auch einfach mal das Experiment an dieser Stelle stoppen. Jody. Ist vorbei, Jody. Ist vorbei. Rote Aura bedeutet übrigens in der Regel töten. Deswegen, das hatte ich jetzt gerade nicht vor. Es wird niemals vorbei sein. Aber man sieht schon, wir können ganz schön Ärger machen mit Aiden, wenn wir wollen. Ja, und an dieser Stelle sehen wir uns dann im nächsten Part wieder in der Botschaft. Bis dann und tschüss.